Wir kommen heute mal wieder zu einem Blick durch die Clicker Idle und Incremental Games. Bei Crusader of the Lost Isles gibt es jetzt nicht so viel Neues, außer dass ich mich jetzt gerade noch mal sputen muss, um zumindest noch einen Free-to-Play-Durchlauf zu machen bei dem aktuellen Event. Aber machen wir erstmal hier die Missionen wieder fertig, damit die soweit alle abgeschlossen sind und die Crusader zurück sind, bevor ich sie dann gleich wieder auf die nächsten Missionen wieder losschicke. Da fehlt auch tatsächlich einfach noch, okay, schließe alle Missionen, die aufgelaufen sind, auf einen Rutsch ab. Weil das ist das mit dem Durchklicken ist dann doch auch immer wieder recht langwierig. So, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit dann für die nächsten zwei Epic Recipients. Da muss natürlich sie wieder als Heilerin mit ran. Weil das Ganze ist hier ziemlich knapp bemessen. Da sind die beiden eigentlich dann immer ziemlich gut. Und dann brauche ich nur noch einen reinzustecken, der ja alles Gear auf Maximum hat und noch ein Mann ist. Also, Epic Recipients los. So, das sind die drei, die aktuell auf den 400er Club hinarbeiten. Und ansonsten, die anderen Missionen sind wieder recht einfach. Die lassen sich ziemlich schnell zuordnen. Die kleinen Missionen werden wahrscheinlich in wenigen Augenblicken dann auch aufkreuzen. So, machen wir mal noch hier. Mal gucken, ob es eine neue Mission aktuell gibt. Oh, Use Alchemy. Das werde ich dann gleich schon mal das erste Mal starten. Mal gucken, das müsste Mad the Wizard sein. Ha, kann ich es gleich noch ein zweites Mal starten, sobald die Minute rum ist. Und ansonsten hier nochmal den Bonus, damit gerade nochmal ein bisschen mehr Kohle reinkommt und ich die letzten Level noch kaufen kann, soweit es halt aktuell möglich ist. So, und während ich da warte, dass die Minute umgeht, gehe ich mit euch doch mal in den Challenge Shop. Weil der Shop ist jetzt inzwischen da und ja, in einer Stunde geht die neue Challenge los. Also wird sie jetzt heute nicht mehr ganz in das Video passen. Aber was ich vor allen Dingen jetzt beim nächsten Durchlauf noch ausprobieren werde, weil was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich hier Level 986 erreicht habe oder Area und hier Level nur Area 976. Ich habe aber mehr Tokens bekommen. Und umgekehrt, der große Sprung hier, wo ich ja nochmal gut 200 Level weiter bin, und trotzdem bloß 99 Token bekommen habe. Also ich bin gespannt, ob tatsächlich ein Limit letztlich ist, dass man nur maximal 99 Tokens bekommen kann. Im Shop ist es jetzt das erste Mal möglich, tatsächlich goldenes Legendary zu bekommen und freizuspielen, weil das war ja bisher nur gegen Echtgeld zu bekommen. Ansonsten die anderen Sachen, die konnte man auch soweit freispielen, wobei die Event- oder diese Kurzzeit-Chests, die waren, glaube ich, auch nicht ohne Echtgeld zu bekommen, weil das eine ist so diese für das Event, da kann man noch über die Tokens, die man einsammelt, mitunter diese Kisten kaufen, wenn man die halt dafür ausgibt, statt für den Free-to-Play-Modus. Aber hier natürlich diese Grand-Final-Kiste, wobei das ist, glaube ich, gar nicht die Kiste. Also die hätte man nur kaufen können gegen Echtgeld, aber die ist jetzt natürlich schon abgelaufen, weil das Wochenende bereits vorbei ist. Also das ist noch eine andere Toon Nemesis Jubel Chest. Also das ist auf jeden Fall noch eine ältere Kiste. So, ansonsten an die anderen Sachen, da kommt man auch ganz regulär im Spiel ran. Die Buffs und so weiter kann man über Missionen ebenso bekommen. Und die Jubilen Chests, deswegen lohnt sich das aus meiner Sicht jetzt nicht, für mich zumindest, hier irgendwelche Sachen zu kaufen. Das heißt, das Einzige, worauf ich dann tatsächlich spare, sind die Golden Legendaries. Und mal sehen, wenn ich dieses Mal, also innerhalb der nächsten zwei Tage, werde ich auf jeden Fall die Mission abgeschlossen haben und dann sollte ich auf jeden Fall die 360 zusammen haben. Das Einzige, was dann natürlich, ich glaube, das Ding hatte 2 Wochen Cooldown, also das Ding steht 2 Wochen im Shop, bevor es dann wieder rausfliegt. Ich weiß nicht, wie oft es ersetzt wird, ob dann tatsächlich generell auch immer ein goldenes Item drin ist, wenn ja, und man tatsächlich hier ein Limit hat, dass man eigentlich nur 100 Tokens maximal pro Woche bekommen kann, dann ist auf jeden Fall klar, dass man nicht alle Gold-Tokens hier erwischen kann. Weil mit 360 braucht man mindestens 4 Wochen, um wirklich genug Tokens zusammenzubekommen. Und das auch nur, wenn man entsprechend hochkommt. Also von daher mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob das so bleibt mit den Token oder ob das hier einfach nur, ja, keine Ahnung, wovon es dann abhängt, dass hier bei 99 zufällig Schluss war, aber ich glaube da nicht so ganz an Zufall. Ich denke, dass es hier irgendein Limit gibt und vielleicht haben sie zwischen dem ersten und dem letzten hier nochmal irgendwie was verändert, weswegen das nicht allein vom Level abhängt. Vielleicht hängt es auch in Kombination mit irgendwie mit dem Level der Crusader irgendwie ab,
weswegen sich dann der Unterschied erklärt, dass hier natürlich deutlich weniger Crusader aktiv waren, weil ja nur bestimmte zugelassen waren und nicht in allen Slots Crusader waren. So wie eben die Idols dann entsprechend niedriger ausfallen, wenn nicht alle Slots, selbst wenn man sie nicht benutzt, aber wenn die halt gesperrt sind, dann kriegt man die halt auch nicht aufgelevelt und auch keinen, keinen Bonus für die Idols. So, hier werde ich jetzt dann mal noch wechseln und die aktuelle Mission abschließen, auch wenn ich da noch nicht ganz beim Maximum bin, also eigentlich noch mehr Idols drin wären, aber ich will auf jeden Fall die Free-to-Play-Chest noch holen, die da auf jeden Fall möglich ist. Eigentlich kann ich auch durchaus beide holen, weil es ist ja gar nicht so wichtig, dass ich dort jetzt so lange spiele, bis der Idol Malus abgezogen wird. Oder beziehungsweise bis eben die 30 Minuten für den Malus, dass man weniger Idols als 100% bekommt, fällig ist, weil das ist ja an der Stelle eigentlich ziemlich egal, weil so hoch fällt es sowieso nicht aus. Auch nach einer halben Stunde sind die Idols, die ich hier bekommen kann, irrelevant zu der Menge, die ich über den normalen Weg bekomme. Das heißt, ich muss eigentlich nur so weit spielen, bis die Level so freigeschaltet sind, dass ich halt den normalen, regulären Reset machen kann. Und wie ihr seht, jetzt bin ich schon bei Sinji angekommen. Also das geht ziemlich, ziemlich schnell. Und während die dann hier jetzt mal noch die ersten Level schaffen, gehe ich dann die Missionen starten. So, dann bekommt sie wieder ihren nächsten Enhancement Point. Und nach und nach kommen jetzt natürlich die anderen Missionen. Sobald ich die Crusader losgeschickt habe, wird die nächste Mission letztlich angezeigt. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum das so ist, dass man das erst in dem Wechsel hat, wenn man die bedient hat, dass man dann die nächste angezeigt bekommt, oder ob das einfach nur mit dem Update-Prozess zu tun hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich sie jetzt losschicke, dass die dann erst angezeigt werden. Aber ich denke, es muss tatsächlich, dass die Mission absolviert wird und dann kriegt man den Slot irgendwie für den nächsten freigeschaltet. Der Grund, warum ich jetzt natürlich auch relativ schnell vorwärts kommen werde, ich mache jetzt nämlich die Speeds an. Und die bringen mich auf jeden Fall bis Level 250. Da ist auch gleich die nächste Mission. Das wird relativ schwierig, weil Elfen, Orks und zwei Humans. So, wen von euch brauche ich am wenigsten? Sie war jetzt gerade erst eine ganze Weile auf Reisen, aber hier vorne habe ich halt sonst leider keinen weiteren König. Ich kann noch mal gucken, ob gerade schon einer drin ist. Ja, da kann ich eigentlich sie nehmen, weil sie hat zumindest dann auch keinen Goldbonus. Und jetzt ist natürlich das Problem, ich brauche noch einen Human mit Krone. Das heißt, ich muss sie auf jeden Fall ebenfalls nehmen, weil auf den Damage-Bonus hier von ihm will ich auf jeden Fall nicht so lange verzichten. Sondern dann nehme ich sie noch mit rein und kann tatsächlich noch einen Ork mitschicken. Für einen Legendary Catalyst, zumindest ist es auf jeden Fall bei 100%. Dann ist das soweit okay. So, also ihr seht, mit dem Speedy, wir sind jetzt schon bei Level 45 und werden jetzt, soweit ich das halt update, nach und nach weiterspringen. Und schon habe ich hier an der Stelle mein End of the World freigeschaltet. Also mit Level 50 habe ich die Option bereits zur Verfügung. Und dann kann ich hier jetzt gleich den Reset machen, weil da jetzt dieser Malus sowieso nicht weggeht in der kurzen Zeit, kann ich das auch gleich resetten und mir somit noch die zweite Kiste holen. Das Einzige, was ein bisschen an der Stelle schade ist, dass halt die Speedboni, die ich zumindest selber starte, dass die über ein Reset nicht beibehalten werden. Genau, nur 6% der eigentlich verfügbaren Idols, aber um die ging es mir eh nicht. Mir ging es jetzt darum, noch die Kiste abzusahnen. Und das Gleiche wiederholen wir jetzt nochmal mit der nächsten Kiste, bevor halt in weniger als einer Stunde das Event dann beendet ist. So, dann kann ich die jetzt gleich schon mal aktivieren, damit die schneller kommen. So, dann muss ich auch noch warten, bis die jetzt Level 50 erreicht haben und werde dann gleich wieder den Reset machen und danach nehme ich wieder auf die eigentliche Idol-Mission oder Idol-Sammel-Mission gehen. Okay, 134, das dauert noch ein bisschen, weil im Moment bin ich jetzt eben weiter dabei, hier das Super-Training auszubauen. Und einfach da, ja, die restlichen 36 Level, naja, alle werde ich jetzt in einem Stück sicherlich nicht machen, sondern nach und nach dann auch noch die anderen hier updaten. Aber hier mit 800.000 ist es natürlich schon ziemlich happig, die erstmal wieder zusammenzubekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich jetzt maximal in so einem regulären Reset geschafft habe.
Es kommt natürlich dann eben sehr darauf an, wie lang auch der zeitliche Bonus aktiv ist, der dann auch nochmal einen weiteren Bonus eben ermöglicht oder einen weiteren Multiplikator mit sich bringt. So, die gehen jetzt in den Speed-Modus. Das heißt, sie springen jetzt eben von Boss-Level zu Boss-Level. Aber was eben notwendig ist, dass mindestens 100% Bonus, weil ein 50% Speed-Bonus reicht in der Regel nicht aus, um das rechtzeitig zu schaffen, dass der Sprint-Mode aktiv bleibt. Deswegen brauche ich, wenn ich jetzt keinen normalen Buff habe, der eben auch die Resets übersteht, also die Missions-Buffs überstehen die Resets, während die selbst gestarteten Buffs leider ein Reset nicht überstehen. Warum das so ist oder warum wir es so gemacht haben, weiß ich nicht genau, aber es ist halt nun mal so. So, und damit kann ich auch das Spiel jetzt resetten. Wie gesagt, es lohnt sich jetzt eh nicht auf die Idles hier zu warten, sondern wenn die Zeit gleich wieder in das richtige Grinding, da wo ich die ganzen Boni bekomme, reinzustecken. So, also es waren insgesamt noch zwei Silver Chests. Free-to-play ist jetzt eh zu erledigt und hier kann ich dann wieder in das Eigentliche, wo ich dann wirklich 175% eben nochmal als Bonus bekomme inzwischen, weil ich hier alle Tier 2 Missionen soweit erledigt habe und damit die Boni freigeschaltet sind. Danach geht es dann eben weiter, wenn ich wieder genug zusätzliche Idles eingesammelt habe, dass hier die Tier 4 Missionen noch abgeschlossen werden. Hier ist noch eine Tier 3 Mission offen. Hier ebenfalls. Die ist ein bisschen umständlich, weil ich hier tatsächlich aktiv dabei bleiben muss, weil diese Pokémons oder Polkamons nur mit direktem Klick erwischt werden können und deswegen im Idle-Modus dieses Spiel halt sich nicht so ohne weiteres erledigen lässt. Also man hat dann irgendeinen Klicker aktiv, der dann dafür sorgt, dass die auf jeden Fall weiterkommen, aber ab und zu muss man die Crusader aufleveln. Da das leider nicht mit einem Buchstaben zumindest geht, zumindest habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann hier gleich nochmal nachgucken. Irgendwo müsste es ja eine Key-Belebung geben, weil wenn da dieses Upgrade für alle Crusader, also das, was man hier über den Button auslösen kann, tatsächlich möglich wäre, dann ginge das um einiges einfacher, weil dann könnte man einfach den Autoklicker aktivieren und parallel dazu ab und zu diesen Buchstaben da auslösen lassen irgendwie. Und dann ginge das ebenso automatisch. Hotkeys. Option Missing Crafting. Genau, also ich kann zwar hier die Multiplikatoren umschalten, aber ich kann eben nicht diesen Button tatsächlich auslösen. So, dann mache ich hier jetzt gerade noch den Speed Buff, damit die dann natürlich hier schon mal bis Level 250 kommen und ich die entsprechenden Crusader, die auch hier rein sollen, alle aktivieren kann. Das Einzige, was halt ist, dass hier weniger aktiv drin sein können, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass alle Crusader aufgelevelt werden können. Und es gibt jetzt schließlich inzwischen 28 Slots, in denen dann die Crusader bis zum Maximallevel ja, für die Idols aufgelevelt werden können. Also ich denke wahrscheinlich zwei Durchläufe, dann sollte ich hier den, die nächste Stufe kaufen können und damit dann Upgrade auf Level 45 machen können. Genau, da jetzt hier nicht zahlen wird, also 1100 ist aktuell der Bonus und 1125 ist dann eben mit Level 45 natürlich, da es immer um 25 angehoben wird. So, ansonsten die Achievements natürlich für das aktuelle. Oh no! Ich habe das Ding nie bis 900 gespielt. Das ist ja ungeschickt. Dann muss ich jetzt doch nochmal Kohle zusammensammeln und ein Spiel offen lassen, damit ich da das eine Achievement noch holen kann, weil ich habe keine Lust, da bis zum nächsten Jahr drauf zu warten. Das hatte ich auf jeden Fall komplett vergessen. Gut, dass ich da gerade nochmal nachgeschaut habe. Das heißt also doch nicht das Free-to-Play in der Standardmission, sondern dann nochmal das Free-to-Play starten in der bestehenden Event-Mission. Ja, also dann hier doch nochmal das Free-to-Play gestartet. Und das werde ich jetzt zwar nicht mit euch machen und bis Level 900 spielen, das dauert dann doch ein bisschen zu lange, aber dann ist das auf jeden Fall noch notwendig, damit ich das Achievement noch holen kann. Jetzt erstmal soweit von Crusaders of the Lost Idols. Der Shop ist jetzt wie gesagt vorhanden und mal sehen, ob das bei den 99 Tokens maximal pro Woche bleibt. Auf jeden Fall
finde ich es gut, dass da jetzt die erste Quelle ist, dass man das Epic, also dass man die goldenen Gears tatsächlich über den Shop beziehen kann, sodass diese Mechanik jetzt tatsächlich auch für das Spiel freigeschaltet ist. Weil das war so die einzige Quelle, wo doch ein ziemlicher erheblicher Bonus, weil die haben ja immer noch mal den Doppelten des Epischen. Das heißt, das hat sich auch noch mal verändert, auch wenn jetzt die Upgrades dazugekommen sind, hier mit dem Legendary Gear, haben sie trotzdem immer noch mal den doppelten Bonus gehabt gegenüber dem eben, was maximal möglich ist, und das noch mal um eine Stufe angehoben. Die andere Frage ist natürlich, wie lange würde es dauern, bis, je nachdem in welchem Umfang natürlich auch, welche von den goldenen Legendaries tatsächlich alle zur Verfügung gestellt werden und wie lange es dann eben dauert, bis man da seine Crusader im Großen und Ganzen mit goldenen ausgerüstet hat. Da man jetzt hier natürlich nicht aussuchen kann, keine Ahnung in welcher Reihenfolge, also das ist jetzt Peter the Pilgrim, deswegen für die ist mir das jetzt nicht so wichtig, den lasse ich einfach vorbeiziehen. Aber mal gucken, ab wann das für einen Crusader ist, den ich tatsächlich regelmäßig und aktiv einsetze, der also Standard in meiner normalen Formation ist, entweder zum Goldscheffeln oder eben in der DPS-Formation, um den letzten Push hinten noch zu machen, um den Maximallevel noch ein bisschen rauszukitzeln. Also mal sehen, wie es mit dem Shop dann weitergeht. Soweit für heute von Crusaders of the Lost Idols.